Alles flach hier oder was? Wir sind diese Woche in der Lüneburger Heide, um zu sehen, ob dort kulinarische Höhepunkte zu finden sind. Meine Kalbsroladen war da innen bereits trocken. Ach du Scheiße. Ja, ja, der liebe Garpunkt, das ist immer so ein Thema. Hier ist der Teig noch roh. Ich kann das hier tatsächlich auch nicht weiter essen. Da ist echt gewaltig was schiefgelaufen. Für mich war es einfach nichts, muss ich leider so sagen. Ah, glaubt mir. Ärgert mich. Nicht ärgern, das schlägt nur auf den Magen. Wir schauen uns erstmal Bürgermeister Jasper an. Nicht umsonst nennt man uns den Bürgermeister Lüneburger Heide. Und da tischt man deftig auf. Schmeckt's denn? Wenn ich nach unten gehe, dann verliere ich meine Lust zum Essen, weil es einfach zu trocken. Bei der Rinderbrust hätte er vielleicht einen Tick weiter garen müssen. Also ich fand es einen Tick zu fest. Was ein Muss ist, ist, dass das Fleisch zerfällt. Ne? Das ist auch eine der Königsdisziplinen. In der Lüneburger Heide im Nordosten Niedersachsens sind diese Woche wieder 5 Gastrokollegen am Start. Jasper und Tee machen diese Woche den Anfang mit Jamies Barbecue and Burger Amelinghausen. Am Dienstag geht es zu Kati nach Bendestorf. Im La Vita dal Camino serviert sie Italienisches. Flachland Bergfest ist im Rehlinger Hof, wo Markus modern gutbürgerliche Küche serviert. Am Donnerstag sind wir bei Sibel in Buchholz. In der Black Olive 25 gibt es kurdische Gerichte. Und zu guter Letzt essen wir bei Till im Gasthof Große in Wulfsen gehobene deutsche Küche. Los geht's. So, das ist ein ganz kleiner Teil von der Lüneburger Heide. In der befinden wir uns nämlich jetzt in unserem Wochenwettkampf bei Mein Lokal, Dein Lokal. So, die Kulinarik, Heidschnucke, klar, kennt jeder. Aber auch die Heidekartoffel steht hier für Kulinarik. Und der Spargel ist auch weltberühmt. Die Städte, die Orte, die Dörfer sind unglaublich bezaubernd und fast altertümlich. So, und in genau so einen schnuckelig beschriebenen Ort möchte ich jetzt kommen. Chili! Was zaubern die Köche in der Lüneburger Heide auf den Teller? Unseren Chef-Zauberer Mike verschlägt es jetzt zu Jasper. Gibt's ja nicht. Alter, andere Klamotten. Und wenn ihr mich schon beamt, dann beamt mich doch vernünftig wohin. Amelinghausen, kenne ich nicht. Jasper ist dran, unser Kandidat am Montag. Der hat anscheinend einen Burgerladen. Er steht voll hinter seinem coolen, jungen Team. Und ich sage euch was, vor 2 Jahren hat er angefangen auf der Straße mit Streetfood. Und das hat er in seine Heimat gebracht, jetzt in ein festes Gebäude. Und wer ist da für euch? Ich. Streetfood? Bei so viel Straße kein Wunder. Da sind wir schon im Haus des Bürgermeisters von Amelinghausen. Ich bin Inhaber und Koch im Jamies Barbecue & Burger. Ja, wir bieten hier hochwertige Burger an und klassische Barbecue-Gerichte, also Pulled Pork, Sparrows, Brisket. Also alles, was die US-Küche an Fleischklassikern zu bieten hat. Was ist dein Rezept? Ich liebe es, kreativ zu sein. Deswegen benutzen wir frische Produkte. Wir machen alles im Haus selber. Wir haben einen tollen Smoker, womit wir räuchern. Deswegen ist mir Qualität einfach sehr wichtig und steht hier auch im Vordergrund. Qualität steht im Vordergrund. Mike, schaut mal hinter die Kulissen. Guten Morgen, moin. Ja, schön. Moin. Moin im Norden. So. Hi, Jasper. Hi, ja. Hi. Das habe ich mir gedacht. Genau. Und? Ich bin Jan. Hi. Jan. Und? Nina. Ihr seid dann draußen mehr und du machst wirklich selber Küche? Ganz genau. Ich stehe in der Küche, ja, ich unterstütze meine Jungs und Mädels da. Stark. Die junge Truppe, würde ich sagen, ne? Passt ja aber auch zum Konzept. Hast du dann irgendwo auch ein Barbecue, hast du da hinten, es gibt so ganz moderne amerikanische Dinger, die indoor funktionieren, ne? Ja, nee. Ich habe draußen einen richtigen Smoker. Also Barbecue ist hier tatsächlich Programm. Das ist unser Highlight hier, würde ich sagen. Also wenn wir schon Smoker draufstehen haben, kriege ich was für dich. Für dich habe ich heute Highlight schlechthin, kriegst unsere Spare Ribs. Mega. Ich liebe Spare Ribs, gute Spare Ribs, Außensmoker, kann nicht viel schief gehen. Ich habe da schon ein bisschen was vorbereitet. Schweine-Spare Ribs. Und? Metzgerware, ne? Oder? Die kommt vom regionalen Händler. Gute Spare Ribs ist einfach nicht nur in Amerika ein Klassiker, ist ja bei uns eigentlich auch so geworden. Ne? Wie schaut's aus? Haben die noch die Silberhäute? Die haben noch die Silberhaut dran. Die müssen wir auf jeden Fall vorher einmal abziehen. Ich lasse jetzt mal ein bisschen meine Hände hier, weil ich mich einfach nicht umgezogen habe. Du gesagt hast, wir gehen raus. Du, lehn dich zurück, genieß die Show, Mike. Ich mach das. Lass das mal den Jasper machen. Der gelernte Koch bereitet die Rippchen fachmännisch vor. Das wissen viele nicht, ne? Viele machen das einfach so und würzen das. Ich meine, die schmoren sich dann auch ab einer gewissen Zeit, sind die dann auch mal weg, muss ich auch fairerweise sagen. Ja, aber die werden schon recht zäh, ne? Ja, wenn du dann einmal nicht so den Garpunkt hast, dann kaust du auf den rum, ne? So, und das sieht man, und das ist klar. Darf ich das haben? Weil das ist ja jetzt selbstverständlich. Weg, ne?
Und das, du kannst du weitermachen, das Zeug, ne? Das ist wirklich, das muss weg, Leute. Also wenn ihr mal solche Spams vom Metzger bekommt, bitte weg damit, oder? Genau. Wieder was gelernt vom Küchenprofi, der will nun von Kollege Jasper wissen, was sonst dazu kommt. Und jetzt bin ich gespannt, wie dein Rub ausschaut. Genau. Mal schön umgefüllt in Schälchen, viel schöner. Weil grundsätzlich muss man eins sagen, die Rubs bestehen ja immer aus Trockengewürzen. Ja. Im Grunde genommen ist die Erklärung super, super simpel. Bei einer Zwiebel ist Wasseranteil, ne? Das wird dann irgendwie bitter, wenn du das dann, oder so säuerlich bitter, kennt man doch, wenn man Kartoffelsalat mit einer Zwiebel einen Tag später isst. Und aufgrund dessen ist das irgendwann mal so entstanden. Bei dir ist Rauchpaprika? Genau, machen wir ein bisschen rein, nicht zu viel. Ich habe Zimt, ein bisschen Kreuzkümmel, Salz, klar, muss rein. Ja. Und sagen, ein bisschen Zucker. Also man muss vielleicht den Leuten mal eins sagen, wenn man so einen Rub macht, ja? Unumstößlich ist Salz und Zucker. Der Salzanteil ist immer der höchste, so bei 5 Teilen. Und ein Teil ist dann Zucker. Mhm. Und dann kommen die anderen Trockengewürze, jeder nach seiner Fasson vielleicht. Genau. Viele machen auch getrocknete Kräuter noch rein, mit Thymian und alles. Aber es ist immer getrocknet. Ne? Genau. Auch in Jaspers Küche, der rubbelt den Rub jetzt aufs Fleisch. So, pass mal auf, jetzt interessiert mich eins. Ja. Lässt du die durchziehen oder haust du die sofort auf den Smoker? Da gibt es auch verschiedene Philosophien. Ich finde, die müssen über Nacht schön durchziehen. Hast du welche schon vorbereitet, natürlich, die gerubbt sind? Natürlich habe ich was vorbereitet. Wo haben wir die? Im Kühlschrank? Die sind im Keller, im Kühlhaus. Hol die mal jemand hier. Habt ihr Zeit? Da ist noch einer. Ist das dein Daddy? Ist das dein Daddy? Fang an! Ja. Hol mal die Spare Ribs hoch. Der Sohnemann hat das Sagen, würde ich mal sagen. Wie bei mir. Moin, sag ich mal. Hey, moin, Mike. Schön, dich kennenzulernen. Das ist ein fein Burschen da, ne? Ja, das kann ich dir sagen. Ich bin stolz wie Bolle. Stolz wie Bolle, hä? Stolz wie Bolle. Nicht schlecht, nicht schlecht. Hast du nicht gehört, ne? Ja, habe ich nicht gehört. Nein. Sehr gut. Super. Jetzt gehen wir mit den Dingern tatsächlich raus. Deswegen habe ich ja meine Jacke an. Genau, bist ja vorbereitet. Na, ja. Wir machen auch. Verdammt. Raus, da lang. Ja, gerne einfach raus. Dann ab dafür durch die Tür. Nicht gerade Grillwetter in der Lüneburger Heide, aber am Grill wird's ja schön warm, oder? Wie viel Grad hast du da ungefähr dann da? 90 Grad. 90 Grad? 90 Grad, genau. Machst du die komplett fertig hier? Nein. Also ich habe die jetzt 3 bis 4 Stunden auf dem Smoker und nehme die schönen Rauchgeschmack ein. Ja. Und nachher werden die noch mal im Backofen ebenfalls bei 90 Grad geschoben. Aber schön über Nacht, 14, 15, 16 Stunden. Okay, und dann ist eine à la carte Situation, dann sind die fertig, werden wieder gekühlt. Genau. Dann nimmst du sie raus, reaktivierst sie, indem du sie noch mal in den Ofen schiebst, oder? Ne, wir machen das ein bisschen anders. Wir vakuumieren die ebenfalls noch mal mit Marinade ein. Oh. Ne? Und dann werden die in ein Wasserbad gegeben, dann werden die schön leicht erhitzt. Das sehe ich ja jetzt dann, oder? Das Weil ich will dir ja, die kann ich ja nicht essen. Das zeige ich dir jetzt. Ja, komm. Ja, alles fertig vorbereitet. Das muss man vielleicht noch mal ganz kurz erklären, was er macht. Er smokt die an, ungefähr 4 Stunden. Danach gehen sie noch mal in den Ofen für eine sehr lange Zeit. Ich glaube, das könnte man verkürzen. Aber wenn sie dann fertig sind, portioniert er sie, vakuumiert sie direkt mit Barbecue-Soße und somit hat er jeweils eine schick fertige Portion in so einem Tütchen und versenke es im heißen Wasser. Dann lasse ich es da drin und dann mache ich es auf, nochmal unter den Grill, Salamander, Oberhitze, fertig. Und wie lange lässt du das im à la carte dann da drin, bis das dann serviert wird? Das sind ungefähr 15 bis 20 Minuten. Dann sind die schön warm, saftig, zart. Und nochmal unter den Grill oder irgendwas oder aufschneiden und servieren? Nein, aufschneiden und servieren. Okay. Ja. Und den Lack, den du da verwendest, den willst du mir jetzt noch zeigen, hast du gesagt, oder? Genau, den kochen wir jetzt zusammen. Los geht's, auf geht's. Der Lack, das ist die süß-pikante Marinade für die Spare Ribs. Wie funktioniert's? Hier mal Feuer, ne? Nicht zu wenig, ist ja eine Whisky-Marinade. Oh. Kann ja auch ein bisschen was schmecken. Sojasauce drauf. Auch eine gute Menge. Und dann möchten wir noch einmal eins machen. Einmal so den Grundsatz probieren und dann würde ich sagen, kochst du mir einfach mal jetzt mal. Was heißt kochen? Machst du mir das einfach mal für. Ja, das schmeckt gut. Kann ich mir gut vorstellen. Ja? Jetzt schau ich mal, ob noch wer da ist da draußen. Mit deiner Freundin oder Daddy. Ja, setz dich gerne dazu. Ja, okay. Vielleicht Bierchen, Cocktail. Was ihr empfehlt. Okay? Genau, super. Also, bis gleich. Bis gleich. Während Mike sich vorne was zu trinken besorgt, macht Jasper die Spare Ribs fertig. So, komm, schau mal, die selbstgemachten Spare Ribs. Super. Pommes dazu, Coleslaw, Barbecue-Soße, bisschen von dem Rauchfond der Whisky-Marinade. Schön. Du, lieber, lass es dir schmecken. Ja, danke, danke. Jetzt sind natürlich alle echt gespannt, wie die Ribs bei Mike ankommen. Und was sagt der Profi? So, und schau. Oh,
Schön, wie das vom Knochen fällt. Ne? Das kann man jetzt auch. Das kann man gleich mal als erstes sagen. Hey, super, ne? Das macht ja Rippchen aus. Ne? Das ist halt ein Indikator für vernünftig gesmokte, gegarte Spare Ribs. Man soll nicht an den Knochen rumkauen, um davon mit den Zähnen das Fleisch runterzuzeln, sondern der Knochen muss angreifbar sein und eigentlich super sauber, ohne Gewalt zum Rauslösen sein. Dein Rub finde ich auch gut. Der Rauchgeschmack ist ganz vorsichtig da, aber nicht so omnipräsent. Also deine Technik ist top. Technisch top, geschmacklich flop? Doch wohl nicht, oder? Wie ist das Gericht insgesamt? Das ist im Grunde genommen die Marinade, die wir auch gekocht haben, eben so quasi. Genau. Oder? Genau. Darf ich die mal so kosten? Ja, bitte. Ist wirklich gut. Und hier der... Diese... Ja, soll ein Barbecue-Style ist das, ne? So? Genau, richtig, richtig. Also quasi ein selbstgemachter Ketchup, ein Barbecue-Aroma. Selbstgemachter Ketchup? Genau, wir machen hier im Haus den Ketchup selber. Und daraus mache ich eben auch meine Barbecue-Sauce, ne? Dann hast du einen schönen, frischen Coleslaw. Schön, der hat alles. Die Süße, die Säure. Klingt, als wäre der Süßer nicht sauer, sondern echt happy mit Jaspers Rezept. Schiefernplatte finde ich nett, finde ich schön. Also wichtig ist, dass das nicht so auf so einem Teller präsentiert wird. Es muss auf irgendwas Besonderem sein. Ne? Das ist euch da gelungen. Das mit der Zeitungstüte finde ich ganz nett. Ich glaube, im Pommesbereich, ist das ein frisches Produkt oder ist das ein TK-Pommes? Das ist ein TK-Produkt. Wir lagern die aber kühl. Also wir frieren die nicht ein, sondern wir lagern die kühl. Vielleicht mal in der Zukunft, um einfach nur einen Tipp zu geben, so eine schöne belgische Pommesmaschine, weißt du? Ja. Wo du eine frische, geile Kartoffel hier nimmst und dann sitze ich hier und sehe noch, wie du so durchpresst, die frischen Kartoffeln, die blanchierst du dir am Tag. Ne? Das wäre eigentlich von der Qualität, was ihr hier so herzeigt, der nächste Schritt. Das wäre der nächste So Endgame dann, ja, ne? Oder? Ja. Was kosten die? Das möchte ich noch wissen. 17 Euro. 17 Euro. Genau, 17 Euro. Ja, okay. Es ist Qualitätsfleisch. Da ist viel Handwerk drin, keine Frage. Aber vielleicht ein Rippchen mehr hinlegen. Ne? Damit der Gast auch ordentlich was auf die Rippen kriegt. Und sonst? Ganz ehrlich, wenn ich Rippchen essen gehe, dann will ich sie so essen wie eben gerade. Ne? Also zwar auch straight auf den Teller, aber fein, die Eckdaten haben für mich echt gepasst. Pommes habe ich als Tipp dagelassen. Mir sind die 17 Euro im Kopf hängen geblieben. Ich weiß schon, wenn man nachhaltig einkauft, frisch kocht, Ketchup selber macht, das muss der Preis sein, kalkulatorisch. Aber emotional bei vielen denke ich mir, oh, könnte das vielleicht eng werden. Da bin ich gespannt, ob im Wettkampf irgendeiner was dazu sagen wird. Und ich bin natürlich gespannt auf seine, steht da dran, Burger. Ist man hier gut bürgerlich,